Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist heute Nummer 2 von den Lieblingsgerichten der Kaufland Hungry Nights. Das letzte Mal, da gab es Chili con Carne. Und ich habe heute den Timo bei mir. Und sein Rezept ist auch super, super spannend und lecker, denn es gibt Spaghetti Carbonara. Und damit starten wir. Ja, ich habe jetzt gleich eine Extra-Aufgabe. Ich gucke dann einfach mal, was ich machen muss, wie es wird. Probiere alles, egal was, und frage zum Beispiel, gibt's was zu probieren, darf ich das probieren und so weiter. Das klingt aber nach einer geilen Aufgabe. Ja, so dadurch, dass der Timo ja kocht und ich den Timo immer sehr gern nerve, ist es eigentlich perfekt. Du schnappst dir das Salz und wir brauchen einen Esslöffel Salz. Alles klar. Das ist immer noch kein Esslöffel. Ein kleines bisschen. Okay. Damit bin ich einverstanden. Ist Italien denn dein Lieblingsland? Lieblingsland würde ich nicht sagen. Ich glaube, Spaghetti Carbonara kommt daher, dass so ein Spezialgericht auch von meinem Vater ist. Es ist natürlich wieder die Messlatte unheimlich hoch. Ja, da können wir die doch schon mal absenken. Perfekt. Wenn ihr verhindern wollt, dass das Pastawasser überkocht, wenn man den Holzlöffel oben drauf legt, passiert das eben nicht. Habe ich dir auch noch was beigebracht? Auf jeden Fall, oder? Ja. Ich schnappe mir den Pancetta. Du schnappst dir gleich mal einen tiefen Teller. Einfach so abreißen. Am besten du nimmst den in die Hand, hältst den hier drauf und reibst den dann mit etwas Druck hier runter. Schaffe ich gerade so. Das wird. Kochst du denn sonst viel in der WG? Ich bin derjenige, der gern kostet von anderen, die kochen. Die Position des Verkosters ist durchaus auch eine sehr, sehr wichtige Position. Ne? Ich würde sagen, da bin ich auch ganz gut in der mittlerweile. Moin! Ja, Taschen. Dürfte ich einfach mal probieren? Du weißt nicht, koste doch mal das Pastawasser. Das Pastawasser? Hat das genug Salz? Ich würde sagen, ich mache das ein bisschen besser als er. Da ist Salz drin. Es muss immer übersalzen schmecken. Das ist super. Mehr kriegst du nämlich nicht zu kosten. Okay, dann bin ich erstmal wieder weg. Den Pancetta, den habe ich jetzt gewürfelt und der kommt jetzt direkt in die Pfanne rein. Wunderbar. Dass der so schön ausgeht. Natürlich brauchen wir für unsere Carbonara auch noch Eier. Richtig. Und die trennen wir jetzt. Oh. Oh. Warte, komm her. Bin ja kein Unmensch. Ja. Früher hat es mir auch mal mein Vater gezeigt. Ich glaube, ich kann es nicht mehr. Das kriegen wir hin. Mit Gefühl aufschlagen. Und dann nutzt du immer die eine Seite zur anderen. Aber wenn die Eier frisch sind, wie hier, siehst du, geht das Eigelb schneller kaputt. Mhm. Da ist es besser, lieber nicht ganz so dolle drauf zu beharren, bis das letzte Stückchen Eiweiß weg ist, sondern das Eigelb so zu nutzen. Deswegen wunderbar. Ganz, ganz vorsichtig und versuchen von Kante zu Kante. Kann ich machen. Ich muss sagen, dadurch, dass ich es früher schon mal gemacht habe, also mein Vater mir das wirklich beigebracht hat, geht es sogar. Passt so? Super. Du hast ja schon den Parmesan hier wunderschön vorbereitet. Die Eigelbe sind getrennt. Die kommen jetzt direkt auf den Parmesan oben drauf. Einfach drauf. Einfach drauf. Mal her, machen wir zusammen. 1A. Jetzt darfst du das Ganze ordentlich pfeffern. Ordentlich, okay. Noch mehr? Noch mehr. Noch mehr. Ich merke schon. Ich hätte alles immer. Du bist ja schon wieder da. Jordan, was ist das jetzt gar schon nicht wieder? Timo, lass gut sein, bitte. Lass mal mein Essen in Ruhe. Ist noch nicht fertig. Kosten und Kleckern. Ja, für die gute Laune. Und zu meiner Verteidigung, vielleicht hast du mir letzte Geh mal. Halt, wehe! Doch nicht, nein, halt! Wenn dann einen frischen Löffel. Ich krieg schlechte Laune. Sammellöffel dann. Zu meiner Verteidigung, du hast mir letzte Woche gezeigt, wie man Eier macht, aber ich mache jetzt schon die besten aus der WG. Von daher. Viel Glück noch. Bist du jetzt fertig? Ja. Ich brauche noch mal einen Tipp beim Pastawasser. Möchtest du das noch kosten? Ich habe jetzt hier noch eine Kelle und dann geben wir noch einen Schluck vom Pastawasser direkt mit dazu. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja. Und warum tut man da jetzt noch so das Wasser mit rein? Es ist so eine Hilfestellung, dass ich das besser verbinde, dass es cremiger wird und nicht so trocken. Dass man eine schöne cremige Carbonara. Macht Sinn. Du holst mir mal bitte aus der Küche eine große, tiefe Pfanne mit so einem schönen hohen Rand. Mach ich. Perfekt. Geht die hier? Das ist ein Wok, ne? Geht die hier? Aber du, WG-Küche, ich weiß ja, wie es ist. Die nehmen wir. Das funktioniert auch. Den haben wir ja schon schön knusprig gebraten, den Pancetta. Mhm. Den geben wir jetzt in unsere Pfanne mit rein. So, das Ganze muss jetzt wieder ein bisschen Hitze bekommen. Mhm. Als nächster Step ist, dass die Spaghetti direkt von dem Nudelwasser mit in die Pfanne wandern. Das ist ganz wichtig, denn hier haben wir schön, dass die Stärke dran kleben bleibt und wir einfach eine schönere Bindung hinbekommen. Mhm. Würden wir die jetzt abgießen und abschrecken, dann ist die Nudel so abstoßend zur Soße, dass sich das überhaupt nicht mehr schön bindet. Deswegen Nudeln immer direkt aus dem Kochwasser in die Soße. Niemals abschrecken.
Ganz wichtig, Temperatur jetzt aus und jetzt muss die Pfanne wirklich... Komplett aus. Komplett aus, alles aus. Jetzt müssen wir einen kleinen Moment warten, bis unsere Ei-Parmesan-Mischung dazu kommt. Sonst könnte das Ganze gerinnen. Mhm. 2 Minuten auskühlen lassen. In der Zeit kannst du aber gerne schon mal die Spaghetti mit dem Pancetta schön vermengen. Was ist denn so das Ultra-Highlight, was ihr bisher erlebt habt? Was wir bis jetzt erlebt haben, wahrscheinlich letzte Saison gab es so eine Art Supercup im Winter. Das war so eine Art wie vom Fußball DFB-Pokal, haben so alle möglichen Ligen gegeneinander gespielt und sind aber am Ende sogar Dritter bzw. Vierter geworden. Ja, und die Saison hat jetzt gestartet, deswegen sind wir alle äußerst motiviert. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt und ich hoffe natürlich, dass ich euch da jetzt auch ordentlich für stärken kann. Und jetzt kommt die Parmesan-Ei-Mischung dazu. Weiterrühren. Und du darfst, ganz wichtig, weiterrühren. Genau. Dass ich dich auch mal unterstütze hier und du nicht die ganze Arbeit allein machen musst. Da noch einen Schluck Nudelwasser dran machen, umso cremiger wird es. Okay. Es riecht sehr lecker natürlich. Haben natürlich auch 2 sehr gute Köche gemacht, deswegen kann es nur gut werden. Ja, Selbstbewusstsein hast du, dann kann die Saison ja wirklich nur gut werden. Richtig, das habe ich ja noch nie gesehen so. Es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Krass. Aber so hast du es. Einmal auf den Teller, dann schnippel ich dir nur noch ein bisschen frische Petersilie. Die darf am Ende jetzt noch einmal drüber. Jetzt kosten wir mal gemeinsam. Ich bin gespannt. Riecht auf jeden Fall 1A. Junge, nein! Warte. Du nimmst meinen Teller. Ist ja ein Schlitzohr. Schmeckt wirklich sehr lecker. Das war heute ein sehr, sehr schönes Kochen. Wir haben eine kleine Reise nach Italien gemacht. War wunderschön. Wenn ihr das ganze Rezept haben wollt, dann schaut unbedingt unten in die Infobox. Da findet ihr alle Steps und Schritte. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal, wenn hier wieder ordentlich gekocht wird. Und folgt auch den Kaufland Hangouts auf allen Social-Media-Kanälen. Bis dahin, einschalten. Ciao, ciao.